Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Otto Chess. Wie immer, wenn ihr Tipps und Tricks oder seht, dass ich irgendwelche Fehler mache, schreibt das bitte in die Kommentare rein. So, wir fangen wieder mit einem Warrior an, Beast Warrior. Gucken mal, wie das läuft. Das ist natürlich verlockend, aber ich will jetzt... Nee. Ich will nicht locken. Ich weiß nicht, mir sind meistens die Synergien wichtiger als das Tier-Upgrade. Ob das eine gute Sache ist oder nicht, das kann ich nicht beurteilen, aber naja. Schauen wir mal. Golden Pig hat direkt verloren. Das heißt, der ist gelieft, so wie es aussieht. Aber ein Cloak brauchen wir jetzt momentan noch nicht wirklich. Ich muss da auch ein bisschen mehr auf die Runden achten. Das gibt hat oft. Es hat oft. Trollshaman. Runden gegeben, wo ich vergessen habe, umzustellen. Und dann. Teilweise vielleicht. Gerade gegen die Hellbears muss man ein bisschen einseitig umstellen, damit die eigenen Einheiten erst den einen downbursten. In der letzten Episode habe ich mich da relativ breit aufgestellt. Das war gegen die Hellbears nicht gut, deswegen haben wir da verloren. Naja. Guck mal, wie das jetzt hier läuft. Ich denke, Dreier Warrior am Anfang ist solide. Und ist auch relativ einfach zu kriegen, habe ich das Gefühl. Wir gucken mal, ob das jetzt tatsächlich so stimmt. Ja, da wäre der dritte Warrior. Könnte auch eine Beast-Geschichte machen. Könnten auch eine Beast-Geschichte machen. Ich bringe jetzt erstmal den dritten Warrior raus und dann. Gucken wir wegen dem Beast. Ich finde es doof, dass man das hier nicht umändern kann. Ich meine, das ist jetzt sowieso noch eine Neutral Round. Das heißt, nächste Runde haben wir dann Beast und Warrior Synergie. Das dürfte uns eigentlich schon mal ein bisschen helfen. In der ersten Runde gegen die menschlichen Gegner. Was uns fehlt, ist Damage. Momentan. Keine der drei Warriors, die wir haben, ist wirklich eine Damage-Sau. Leider. So, gucken wir mal, ob irgendeiner. Normalerweise finde ich Mech besser als. Okay, da haben wir einen Tusk. Viele, viele Dinge. So, wir bringen die Enchantress raus. Ne, bringen wir nicht. Weil wir sind nicht so weit, dass wir das tun können. Soll ich den Mars kaufen? Ich weiß es nicht. Der war schon nicht besser als der Tiny. Wir gucken mal, ob wir gewinnen. Wahrscheinlich nicht. Okay, ja, vielleicht doch. Vielleicht doch. Wenn wir gewinnen, kaufe ich mir den hier. Weil es ein Druide ist. So, jetzt sind wir auf 4. Sehr schön. Erste Runde gewonnen. Ist eigentlich schon mal nicht schlecht. So, was haben wir? Noch ein Druide. Dragon können wir auch mal mitnehmen. Vielleicht, irgend so eine Art Dragon-Synergie irgendwann aufbauen. Ich pack den mal da drüben hin, den können wir verkaufen, falls notwendig. Wir haben schon drei Druiden. Müsste eigentlich möglich sein, die Druiden einigermaßen auf. Ah, der hat auf 5 gepusht. Die Sau hat auf 5 gepusht. Ja, ich denke, das machen wir nächste Runde auch. Das ist ein Racket. Das
ist da einer der wenigen, der auf 5 gepusht hat. Vigi hat uns auch platt gemacht. Das reicht so nicht mit dem, was wir haben. Dazzle. Ich will mal kurz gucken, was Dazzle kann. Priest. Grants your courier a holy barrier that reduces 25 courier damage taken. Okay. Bringen wir dich raus. Ansonsten haben wir nicht wirklich viel Prickelndes. Ja, wir müssen auf 5 gehen, weil das alle anderen auch getan haben, mehr oder weniger. Warte, braucht so lange, um Mana aufzubauen. Und wir verlieren trotz. Gut, er hat einen Chaos Knight 2. Okay, das geht so nicht. Das geht so nicht. Furion braucht viel, viel zu lange, um Mana aufzubauen, damit er seine Trinity summon kann. Vielleicht würden wir ihm den Quarterstaff geben und ihn ein bisschen weiter vorne positionieren. Er kriegt das zwar auf die Fresse, aber... Was will man tun? Okay, jetzt sieht es schon ein bisschen interessanter aus. So, dann nehmen wir den. Machen wir das so. Die Enchantress nehmen wir auch nochmal mit. Haben wir eine Elfensache? Nee. Haben wir nicht. Wir können ihm hier. Ich will ihm den Quarterstaff nicht geben. Furion ist nicht stark genug, ist nicht gut genug für den Quarterstaff. Meiner Meinung nach. Geht immer noch nicht auf die Fresse. Er macht auch zu wenig Schaden. Dass er seine Treants sammeln kann. So, jetzt haut die Treants raus. Sehr schön. Oder den Treant. Ist ja nur einer. So, vielleicht schaffen wir das mit dem Enchantress Heal. Nee, wahrscheinlich nicht. Weil wir einfach scharf sind die ganze Zeit. Okay, der Heal ist wieder draußen. Aber wie schnell der halt... 3? Vielleicht schaffen wir das. Wobei... Heal! Ah, Mist. Der mit seinem scheiß CC, ey. So, da hätten wir nochmal einen Furion. Das ist schon mal gut. Den nehmen wir auch erstmal mit. Nächste Runde pushen wir auf 6. Würde ich sagen. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit dem Tiny ist. Ich finde die Elemental-Sache, ich weiß nicht. 30% All-Friendly Elementals. Das Problem ist, es gilt nur für die Elementals. Und es gibt nicht so viele Elementals. Der Task, den hat es direkt. So, Treant ist raus, aber es bringt uns überhaupt rein gar nichts. Oh, schon. Mach doch noch einen Plot. Ja, immerhin hat er noch einen Plot gemacht. Hat der. Ja, der hat irgendwie Demon Knight Synergie. Der Demon Hunter Synergie, glaube ich. Das ist Quatsch. Ich glaube, wir wollten auch auf 6 gehen. Was bringen wir rein? Was bringt uns was? Warrior, einen weiteren Warrior. Druide bringt uns eigentlich nichts. Bringen wir Pack rein. Warum auch nicht? Wir haben nicht wirklich viele Alternativen momentan. Wir könnten den Lycan mitnehmen eigentlich. Das ist ein Beast und Warrior. Das ist eigentlich genau das, was wir suchen.
Dann könnten wir eigentlich direkt den Tiny austauschen. Ja, kriegen ihn auf die Fresse. Aber wir haben Losing Streak Bonus, weil wir so scheiße sind. Du bist ein Elf. Wir könnten eine Elfensynergie hinkriegen. Also ich werde den Tiny ditchen. Das bringt nichts. Tusk auf 3 ist gut. So, dann haben wir den Warrior-Bonus wieder. Ne. Chantress erstmal weg. Ich glaube, der kriegt so krass aufs Maul jetzt, da wo er jetzt steht. Dass er großartig seine Ulti rausbringen kann. Ah, hat geklappt. So, dann haben wir hier einen Ring of Legion. Ist alles irgendwie bisher nicht wahnsinnig gut. Eine Morbid Mask bräuchten wir. Nochmal ein Quarterstaff. So, wir kriegen die Beast-Geschichte langsam zum Laufen. Wir brauchen aber noch ein paar Beasts. Troll Shaman. Nee. Ist alles nicht unbedingt das, was ich möchte. Du bist ein Elf, ne? Ich will auch jetzt die Items nicht unbedingt jemandem geben. Weil es sind alles jetzt irgendwie nicht Figuren, die ich großartig irgendwie eine Zukunft für sie sehe. Wir haben die Druiden primär momentan drin, damit wir dann den Lone Druid vielleicht irgendwann hoffentlich in naher Zukunft auf Level 3 bringen können. Oder sonst einer der Druiden. Einen der Druiden. Aber erstmal müssen wir den Lohn durchkriegen. Okay, Lycan hat geultet, das ist nice. Ja, die Beast-Geschichte ist schon mal gut. Und Golden Pick hat gegen uns verloren, mit 8 übrig. Das ist super. Dann nochmal ein Slada. Wenn wir den Pack behalten, können wir eigentlich auch den Viper nehmen. Ich pack den mal wieder da dazu. Ich denke, als nächstes würde ich dann doch die Elfensynergie herstellen mit dem Tree and Protector. Aber das ist alles irgendwie gerade nicht so der Brüller. Den Slada können wir mitnehmen. Wir haben den zwar schon auf 2 jetzt momentan und 3 ist ein bisschen... ist noch sehr, sehr weit entfernt aktuell. Oh. War ja Magieschaden, die Schweine. Die haben... ordentlich Magieschaden. Der hat einen Pack 2. Der hat ein Mage-Setup. Das heißt, wir bräuchten einen zweiten Naga, früher oder später. Das ist Basti-Film, der ist ganz oben, ja, ja. Wir brauchen früher oder später einen zweiten... einen zweiten Naga. Das heißt, der Slada wird wahrscheinlich bleiben. Wieder nur Rotz. Wie viel brauchen wir zum Pushen? Ich werde pushen. Und wir machen das so. Es ist nicht sehr gut. Aber wir haben immerhin 3er 11 und einen weiteren Charakter mehr. Die Economy ist jetzt natürlich komplett im Arsch, aber was will man tun? Vielleicht gibt es den hinteren zumindest ein bisschen... Wir könnten auch eine CM irgendwie aufstellen, einfach nur damit wir ein bisschen schneller Mana kriegen. Weil es geht echt so lange, bis die Ultis rauskommen. Das ist so ein bisschen das Problem aktuell. Marvis hat gegen uns verloren. So,
So, haben wir einen zweiten Furion. Wir nehmen mal wieder zurück. Den Puck könnten wir erstmal mitnehmen, da wir den spielen. Immer noch kein Lone Ruin in Sicht. Task Enchantress. Ich will die Items eigentlich jetzt nicht. Regent können wir dem Slaughter eigentlich geben hier. Komm, nimm das mal. So, nächste Runde müssen wir umstellen. Wichtig. Aber der Trian kriegt hier echt schnell aufs Maul. So, jetzt müssen dann langsam die Ultis rauskommen, bitte. Lycan. Ulti. Jawohl. Nein. Nehmen wir noch nicht. Jetzt. Sehr schön. Ah, mit den Ultis geht's einigermaßen. Will ich einen Kunkka spielen? Wahrscheinlich schon. Ah, wir spielen sowieso keine Knights. Weg mit dir. Haben wir Humans irgendwas? Ich denke, wir nehmen den Treant wieder raus und schmeißen stattdessen den Kunkka rein. Nein, ich habe vergessen umzustellen. Ah, ich habe es gerade noch gesagt, letzte Runde. Und habe es natürlich jetzt wieder voll verkackt. Voll verkackt. So, Lycan ist transformiert. Das ist schon mal nicht schlecht. Furion hat auch nochmal ein Dings rausgehauen. Voidstone, das ist nice. Das freut mich. Stout Shield und eine Morbid Mask. Es gibt eine Mask of Madness. Sehr nice. Ich glaube, der Kunkka wird nicht... Was haben wir für Warriors eigentlich drin? Wir haben den Slada. Muss ich ganz kurz mal kurz gucken. Ich nehme auf jeden Fall mal mit. Da ist die Viper auch schon wieder. Ein Slada, ein Tusk und den. Ich glaube, ich nehme dich erstmal wieder zurück. Und. Kriegst ein Boot. Die Morbid Mask geben wir. Weiß ich noch nicht. Was hast du für einen Cooldown? 7 Sekunden und du? 60. Stout Shield. Kunkka-Boot, ja, kommt. Hat gesessen. Gibt uns ein bisschen Zeit, um Damage zu machen, ein bisschen Mana zu tanken und die Ultis rauszukriegen. Von Furion und dem Lycan. Von dem her ist es nicht schlecht. Ich denke, wenn... Ich würde die Mask of Madness eigentlich gerne aufsparen für irgendjemanden, wo sich's lohnt. Ein Venomancer oder sowas. Sonst sieht's eigentlich nicht schlecht aus. Die Ultis kommen eigentlich momentan immer raus. Was schon mal gut ist. Wir könnten dem Kunkka noch den Stout Shield geben. Dann hält er ein bisschen mehr aus. Das ist alles Dreck. Ich meine, wir könnten den Disruptor mitnehmen. Haben wir einen Ork? Dragon. Ist alles nicht so wirklich prickelnd. Können wir mal mitnehmen. Ich denke, wenn wir auf 8 gehen, würde ich dann... Ah, das ist der Mage-Typ. Der erste. Gegen den haben wir keine Chance. Er hat uns so richtig weg. Hat auch eine gute Economy. Besser als wir. Aber es halt, wir haben halt vorne die Warriors. Die halten halt nicht so viel aus. Also gegen Magieschaden halt. Das ist das Problem. Wir kriegen aber nur wieder Rotze. Ah, was machen wir? Was machen wir?
Jetzt zu rerollen. Ah. Wir haben noch 62 Leben. Ich werde es jetzt so lassen. Wir haben ein bisschen Interest. Ein bisschen Zinsen. Wenn wir jetzt wieder auf die Fresse kriegen, dann werde ich wahrscheinlich rerollen müssen. Das ist alles Mist. Nein. Jetzt kommt das Kunkerboot, oder? Nee, kommt nicht. Irgendwie ist Kunker schon tot, glaube ich. Der Lycan hat seine Ulti rausgekriegt. Furion müsste auch nochmal raushauen. Sehr nice. Ja, gegen die, die nicht so viel Burst Damage haben, beziehungsweise vor allen Dingen physikalischen Schaden haben, geht es eigentlich ganz gut. Da haben wir nochmal einen Furion. Moment mal, den brauchen wir gar nicht. Brauchen wir gar nicht. Okay, wir bleiben noch auf 50 Gold. Weil wir müssen nicht unbedingt pushen. Wir haben jetzt unseren letzten Kampf gewonnen. Ich weiß nicht mehr, gegen wen es war. Wahrscheinlich gegen irgendjemanden, der irrelevant ist. Ich sollte den wahrscheinlich vielleicht auch... Schwierig zu sagen. Ja, das ist eigentlich nicht schlecht. Bunkerboot. Bunkerboot. Ja, Boot kommt. Nice. Bisschen spät. Aber hey, das Boot ist gekommen. Gegen Maclix. Kacken wir auch vollkommen ab. Nochmal zwei Sladars. Ah, ich hasse das, dass das jedes Mal wieder umgestellt wird. Ich sollte pushen eigentlich auf 8 und irgendwie die Disruptor oder sowas reinbringen. Ah, Mist. Vergessen. Scheiße. Sowohl lang. Ach, die Ultis kamen nicht raus. Ah, ist das ein Mist. Ach du meine Güte, schon wieder vollkommen verkackt. Ah, wenigstens haben wir einen noch down gekriegt. Kacke. Ich vergiss die neutralen Runden immer wieder. Da ist der Lone Druid. Okay, war das schon mal. Dem Lone Druid würde ich ganz gerne dann die Mask of Madness geben. So, wir haben 4 Beasts. Sollte für den Moment okay sein. Wir haben jetzt den Elfenbonus hatten wir sowieso nicht. Dass ich den Pack da rausgenommen habe, war nicht schlimm. Der Lone Druid seine Ulti nicht rausgekriegt, oder was war da wieder los? Wie krass die Typen halt sind. Was ist das für einer, Wegi? Ach, das ist der Saf9er. Der hat 2 Figuren mehr als wir. Das erklärt natürlich einiges. Ah, nur wieder Rotz. So, wir gehen mal auf 8. Ich werde einmal rerollen. Death Prophet. Ne, Venomancer brauchen wir. Und würden den dann auch wahrscheinlich eher den Slader mit rausnehmen, mit rausbringen. Den zweiten. Waterstaff auf dich. So, kommen die. Wenigstens haben wir ein bisschen mehr jetzt Tanks vorne. Furion ist ein Doom drauf. Das ist natürlich scheiße. Lone Druid, Bär.
gesilenced. Bäh. Er ist gesilenced, aber wir haben es gewonnen. Brauche ich den Disruptor? Ich glaube nicht unbedingt. Den Puck brauche ich eigentlich auch nicht unbedingt. Oh, nochmal eine Enchantress. Nehmen wir den wieder zurück. Den Disruptor können wir im Prinzip wieder kaufen. Slada nehmen wir mit. Einmal Level Up. Ist eigentlich nicht schlecht. Vielleicht kriegen wir den Slada sogar auf 3. Das wäre nicht schlecht. Ich weiß nicht, wem ich den Ring of Health geben soll. Brauchen echt einen zweiten Lone Druid. Und der Lightning ist sofort verreckt. Und der Lone Druid ist gedoomt. Shit. Ah, das wird in einem Desaster enden. Oder? Oder nicht? Nicht mal gegen Maclix. Maclix ist dritter Platz. Das ist nicht schlecht. Ah, wieder nur Mist. Rollen wir einmal. Da wäre ein Dragon Knight. Ah, brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Rollen wir einmal. Lycan. Sehr gut. Ach, die Disruptor brauchen wir nicht. Zumindest nicht momentan. Wir gehen auf Beasts. Wir müssen ein bisschen überleben. Wir brauchen eine zweite Naga auf jeden Fall. Das ist eine Medusa oder so. Würde ich, und ein Tidehunter wäre natürlich non plus ultra. Aber haben wir jetzt schon wieder so krass auf die Fresse gekriegt. Der hat irgendwie wieder Damage rausgehauen. Das ist wegen den Demons. Die machen pure Damage. Das heißt, der Armor, den wir von den Warriors haben, bringt uns einen Scheißdreck. Deswegen wollen wir so demolished. Das ist Quatsch. Das ist auch Quatsch. Da hätten wir einen Venomancer, eine Medusa. Ich glaube, ich werde pushen und die Dusa raushauen. Ah, mit dem Ring of Health weiß ich immer noch nicht genau, was ich machen soll. Jetzt haben wir den Naga-Bonus. Und sollten demnach ein bisschen weniger Damage kriegen von Magie-Attacken. Wäre jetzt nicht nötig gewesen zu pushen. Ich habe wieder nicht gesehen, dass das neutrale Runde ist. Ich vergesse es jedes Mal. Blades of Attack. Was war das nochmal? Hat irgendein Broadsword, glaube ich, niemand. Troll Warlord? Dream Protector. Erstmal wieder zurück. Würde ich sagen, geben wir der Medusa erstmal das hier, damit sie vielleicht ihre Ulti ein bisschen schneller hochkriegt. Der Kunker muss auch ultien können. Troll Warlord. Sollen wir den mitnehmen? Warrior. Nehmen den mal mit. Ach, das sind jetzt wieder die Mages. Die machen uns halt einfach so krass nieder. Mit ihrem ganzen Magie-Scheiß. Halt alles auf 2, 3 ist nicht mehr feierlich, was der hier hat. Er macht halt einfach alle nieder. Er macht halt einfach alle nieder. Und Maclix hat auch gegen uns gewonnen. So, da ist der Lycan. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Upgrade. Bei dem Puck brauchen wir nicht. Juggernaut brauchen wir nicht. Venomancer.
Kann nicht pushen. Wen nehmen wir raus? Ist momentan, glaube ich, wichtiger als der Naga-Bonus. Weil wir haben erst gerade gegen den Magie-Typen gespielt. Dürfte jetzt also demnach eigentlich nicht wieder dran kommen. Wo sind die ganzen Ultis von uns eigentlich? Lone Druid, hau den Bär raus. Du bist gesilenced. Was zur Hölle? Warum kriegen wir die Ultis nicht raus? Was ist denn da los? Ich verstehe es nicht. Können wir überhaupt pushen? Dann ist die Economy im Arsch. Wir machen das jetzt erstmal so. Ich weiß nicht, warum wir nicht, warum die Ultis nicht rauskommen. Was, schon wieder der? Und tot. Warum haben wir zweimal hintereinander gegen den? Ach, das gibt's doch nicht. Versteh's nicht. Ah, wir haben den Lone Druid auch nicht auf zwei gekriegt und die. Wir haben die Ultis nicht rausgekriegt. Ah, es war schlecht, Keine Ahnung, warum das nicht lief. Naja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.